Hallo, ihr schönen Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Brave Frontier RPG. Beim letzten Mal hatten wir die Grenzjäger gemacht gehabt, oder die Frontier Service, wie heißen die Grenzjäger Frontier Service, ist ja auch egal. Wir machen dieses besondere Landvermesser-Event und wollten jetzt mit den Quests weitermachen, Geistwelt Palmina. Da sind wir auch langsam am Ende, wa? Oder ist da noch eine ganze Menge, ist noch eine ganze Menge vor uns. Glaube an Kameraden. Die Geisterwelt wird instabil, als sich das Siegel dem Bruch nähert. Unsicher, wo gerade es sein könnte, musst du deine Kameraden glauben und weitermachen anscheinend. Oder weitergehen, weitermachen, ist ja auch egal. Ich würde gerne Chris hier mitnehmen, aber ich krieg da keine Ehrenpunkte dafür. Der hat schon super brave. Ich nehme auf jeden Fall unheilige Magress mit. Aber wen nehme ich mit? René oder Breaker? Ich würde sagen, ich nehme ihn mit. Sieht von den Sets her besser aus. Auf jeden Fall auch noch ein super Brave Burst. Wurde mir natürlich im letzten Kommentar nochmal geschrieben, dass man erst ab Brave Burst Level 10 den Super Brave Burst freischaltet. Und es wurde mir gesagt, dass man den Super Brave Burst nicht mehr oben rechts, sondern nach rechts freischaltet. Deswegen habe ich letztens mal den Super Brave Burst nicht benutzen können, weil ich zu blöd war, nach rechts zu schieben, sondern habe nach oben rechts. Okay, jetzt weiß ich es. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns im Kurs vom Bossgegner wieder. Und bis dahin, oder bis gleich. So, beim Boss gehen wir angekommen. Ich habe dummerweise gerade Reese und Kikuris Dings benutzt, aber es macht auch nichts. Mal Naples und gegen diesen Altree hier haben wir jetzt nämlich den Super Brave Fist einmal nach oben oder nach ein bisschen weiter runter. Halt dunkle Löschung. Habe ich echt ewig vergessen, dass es das überhaupt gibt. Also, ich dachte, da gibt es keinen Unterschied, dass sofort der Super Brave Fist eingesetzt wird. Aber gibt es anscheinend doch eine Unterscheidung und ja, jetzt weiß ich es endlich. Ah, sehr schön paralysiert. Erstmal, wow, what the fuck, 7000. Ich werde, glaube ich, der war doch paralysiert. Achso, Gottesläuterung hat den natürlich wieder entparalysiert, logisch. Holy shit. Ich werde auf jeden Fall den Drachen instant töten. Nicht den Drachen, diesen hässlichen Baum da hinten. Besser ist. Versuchen wir ihn zu killen, das wird sehr, sehr schwierig, weil er jedes Mal einfach um 10.000 heilt. Das ist echt nicht wenig. Und schon wieder 10.000. Das ist. Ja, das kann jetzt, glaube ich, ein bisschen. 25 Runden, denke ich mal, wird es dauern, wenn er jedes Mal wieder healt. Und ich ihm einfach nur so ein minimales bisschen abziehe jedes Mal. Er hat noch zwei Runden, um Gotteslautung zu machen. Schon wieder. Okay. Ja, 10.000 ist ja wenig, wa? Mach ich ihm richtig viel Schaden pro Runde. Holy fuck, ey. Alter, vor allem, die macht so viel Schaden. Wehe, du willst Aisha töten. Der will gar nichts machen anscheinend, der Drache mehr. Alter, also, er hat mal keine Gotteslautung eingesetzt, war heute in dieser Runde? Heute. In dieser Runde gerade. Wow. Er macht einfach mal 2500 Schaden an jeder Einheit. Das ist so heftig. Zumindest an Rickle und Aisha. Reese sich allzu sehr. Ja, das muss man jetzt durchziehen, Alter. Das kann eine Weile dauern. Das ist halt so. Ich habe mir richtig viel abgezogen. So ein kleines Stück habe ich ihm abgezogen. Ich hoffe, er kann nicht zwei Gottesläuterungen in einer Runde ziehen. Zischen. Ha! Zünden wollte ich eigentlich sagen. Magress hält es eigentlich durch, aber Kikuri nicht. Hups, nee, nicht die Hochheilung setzen. Alles rauf und go. Ich brauche mehr Brave Burst Recovery. Das dauert zu lange, die Brave Burst wieder aufzuladen.
Okay. Sie hat nichts an Heilung. Eigentlich lohnt es gar nicht, irgendwas zu geben. Oder ihm. Ob männlich oder weiblich. Vicky soll angeblich männlich stehen, aber unheilige Magress ist für mich weiblich. Er kriegt doch den Brave Boss nicht voll, wa? Mann, Mann, Mann. Wird schwer, wird sehr. Oh, jetzt habe ich natürlich, ja, dummerweise. Hätte ich Clarice ihre Heilung gehabt. Endlich! Aufgefüllt. Okay, jetzt gehen sie direkt nur auf unheilige Magress. Die Hamo war es gerade gegen ihn, sie es, wie auch immer. Er sollte hoffentlich tot sein. Gott sei Dank, diese Scheißheilung geht mir so gegen den Strich. Jetzt wird's einfach, Leute, jetzt wird's einfach. Alles an Tränken rausgekommen. Glücklicherweise nur ein Gotteslicht, weil die Gotteslichter sind teuer. 10-mal normale Heilung und ich habe sowieso so wenig Grüngras. Das ist so krank, dieser Schaden. Na, wie viele Runden werden das werden? Naja, wird schon noch dauern. Wird schon noch dauern. Ich denke mal so 6-7 Runden wird es sicherlich noch dauern. Dann ist der erst down. Ja, und ich habe irgendwelche, in den Einstellungen immer noch irgendwelche Effekte deaktiviert gehabt. Ich weiß aber immer noch, was die bringen. Also irgendwie Brave Burst, Kampfeffekte oder so waren es gewesen. Deaktiviert gehabt. Ich habe aber keine Ahnung, was hier. Ich immer noch das gleiche wie vorher. Aber ich habe gute FPS, muss ich sagen. Schon mal besser als letztes Mal irgendwie. Okay, jetzt habe ich auch nur 19 gehabt. Finde, dass ich jetzt nichts gemacht. Unglückswelle. Ja, 1300 nur auf Clarice. Total wenig. Haben wir immer noch zwei Gotteslichter. Kann man theoretisch damit auch noch raushauen, aber brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Paralysiert! Wow, das erste Mal in den ganzen Runden. Das erste Mal auch schon, aber da hat dieser hässliche Kackbaum den ja wieder entparalysiert. Ich glaube, ich muss trotzdem in Gotteslicht einsetzen, ansonsten bin ich teilweise am Arsch mit den Einheiten. Na gut, blutiges Chaos, der normale Brave Burst von unheilige Magress. Aber nächste Runde wird der tot sein, aber wenn er jetzt noch eine unheilige Unglückswelle macht, dann wären viele, viele Einheiten down gewesen. Vielleicht hätte ich den dann überhaupt gar nicht besiegen können. Kann ja auch sein. Ja. Also, Reese wäre auf jeden Fall gestorben. Die hat es nicht überlebt. Das glaube ich eher nicht. Harter Kampf. Ich hasse Heiler. Wie die Pest. Ich darf, weil ich nicht so viel Leben habe. Die haben ja 500.000 Leben, die Typen. Die dürfen sich nicht hochheilen. Ich darf. So, auf jeden Fall ein hartes Match gegen den. Und ich habe mich heute schon gefragt, wie weit geht eigentlich der Patch 1.0.8 war es, glaube ich, ne? Oh ja, wieder zwei Gotteslichter. Der neu aufgespielt wurde, der Patch. Ich weiß gar nicht, wie lange der überhaupt geht. Ob Geistwelt Pamina das letzte ist oder ob es noch weitergeht. Keine Ahnung. Das wurde auch, glaube ich, gar nicht so kommuniziert, wie es da weitergeht. Wir machen trotzdem weiter. Das Siegelbericht. Wie Tillith gesagt hat, ist das Siegel fast gebrochen. Als du dich fragst, wie du damit umgehen sollst, wollen dich eine Horde wilder Monster erbeuten. Naja. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt ein Dings mit. Den hier können wir auch mitnehmen. Shida ist richtig gut. Oder wir nehmen euch den hier mit, Tony Lee. Ah, der hat richtig wenig Verteidigung, die kann ich nicht mitnehmen. Der stirbt ja instant. Sie kann ich aber mitnehmen. Lilith. Und die werde ich auch mitnehmen. Bosskiller OP. Oder Rainbow Squad Bosskiller OP. Wieder sehr, sehr viele Items nachtanken. Muss ich gucken, bald habe ich auch keine mehr. 7, 5, 1, 3, 10. Okay, also zumindest schon mal das Maximum wieder. Lass uns überraschen, wann ich nichts mehr haben werde. Ich muss dann mal wieder in die Stadt nach der Runde die Items abgrasen, wenn wir wieder welche da sind.
Und da würde ich sagen, sehen wir uns kurz in den Bossgegner wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bis gleich vor dem Bossgegner. Ach Mensch, bis gleich. Und da sind wir beim Bossgegner angekommen. Ein Alpha-Behemoth und dieser komische... Schon wieder ein Heiler, willst du mich verarschen? Ich werde den sowas von instant töten. Die Krampe, die wird instant getötet. Komm, weg damit. Ja, auf dem Weg bisher eigentlich nichts Spektakuläres passiert. Ich hoffe, er wird vergiftet und paralysiert. Das wäre total geil. Aber ich habe da nicht so viel Hoffnung drauf, ne? Erstmal die Hälfte des Lebens weg. Das ist so krass. Oh doch, vergiftet. Wunderbar. Mein Gott, das Phönix, da ist ja schon wieder die Heilung. Rottmagier-Groll. Scheiße. Das ist so eine Stufenheilung. Na, ganz klasse. Da müssen wir den so schnell wie möglich töten. Ich denke mal so, 2-3 Runden wird er noch überleben. Dann warst du aber auch wieder weg gewesen. Ja, 2-3 Runden gebe ich ihm noch. Dann ist er auch schon wieder weg. Und für das Cyborg-Lilith hat schon wieder ihren Skill. Den Behemoth haben wir schon mal bekämpft. Oder wollten wir schon mal bekämpfen. War ziemlich stark, der Typ. Sein komischer Groll ist einfach extrem heftig. Ah, Cyborg-Lilith, hau drauf! Schöne Gottesphönix töten, hoffentlich. Ah, sieht gut aus, wunderbar. Okay, da hast du deine stufenweise Heilung für den Arsch. Boah, Mann, ey. Aber der Behemoth ist nicht gerade schwach, muss ich sagen. Der haut wirklich krass rein. Jetzt wollte ich mal bei dem noch eine Vergiftung und... Aber der ist ja mit seiner Heilung nicht geil. Müsste nur 3 Runden heilen, ne? 3 Runden war, glaube ich, nochmal Maximum. Rottmagier-Groll. Das tut echt weh. Aber er macht es glücklicherweise nur einmal. Das war's für die Runde für ihn gewesen dann. Mehr macht er nicht. Ja, müsste die Heilung schon wechseln, richtig? Ja, also, so viele Runden hält er auch nicht mehr durch. Aber 1400 Zell jedes Mal, jeden in der Attack-Runde. Nicht übel. Und schon wieder 11.000 Karma dazu in der Runde. Mann, Mann, Mann. Oder in diesem Level. Kriegt man echt eine ganze Menge Karma. Obwohl man es eigentlich gar nicht mehr braucht. Zumindest EU-West wollte ich schon sagen. Die europäische Version hat schon keine Upgrades mehr dafür bekommen. Leider steht auch, gibt es hier keine Patch-Note-Übersicht oder so. Gibt es hier nicht. Jetzt hätte ich mal nachguckt, wie weit oder in welcher, was alles so im EU. Mensch, EU West, sage ich jetzt mal. Im 1.08er Patch dran gekommen ist. Man kann aber auf der Facebook-Seite nachgucken. Aber ich glaube, da stand auch nicht mehr so viel. Ist auch schon wieder eine Weile her, seitdem der Patch eingespielt wurde. Au! Was ist falsch mit dir? Zieht dem einfach mal bei jedem so 2.000 bis 3.000 Leben ab. Das ist so krass, der Typ. Okay, 7. November, 28. Oktober. Ach doch, da unten steht's schon. Das ist wirklich das anscheinend Neueste, war. Also wenn wir das durch haben, dann war es das gewesen. Da steht 37 neue Quests in 7 Zonen. Und das ist ja alles dann. Die haben ja 7 Zonen, das ist ja jede, also Pamina hat ja 7 Zonen, Pamir, Kervis 7 Zonen und so weiter. Das scheint dann schon alles gewesen zu sein. Schade. Und vielleicht bin ich auch glücklich drüber, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall auch das hier geschafft. Fast 10 Millionen Zell wieder. Alter, wie viele Items? Holy shit. So viele Items habe ich noch nie bekommen gehabt. Heftig. Geistwelt Pamina haben wir jetzt wahrscheinlich... Nein, letzte war. Ach scheiße, okay, Einheiten. Dann fusionieren wir mal ein bisschen unsere Clarice hoch. Die Ach, Clarice, Kikuri, schon richtig. Der hat keine... Da ist der Brave Burst Frog. Der Burst Frog heißt der eigentlich nur. Sind aber damit, der müsste auch haben, ne? Attack. Genau, Attack Damage. Der Minotaurus hat, soweit ich weiß, Attack. Sie hat. Okay, RP-Erholung ist für unsere Dings dann. Das Einhorn auf jeden Fall. Und der Engel daneben sollte eigentlich auch haben, ne? Genau. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch ein Bravest Level hochkommen. Wenn ja, dann werde ich auf jeden Fall von 9 auf 10 Kikuri den Frog geben. Schauen wir mal. Und sieht schlecht aus. Schade. Mehr gab es anscheinend noch nicht. Ach, deswegen habe ich so viele Einheiten. Ich habe ja die Gewölbe von Sel gemacht gehabt. Jetzt wollte ich Clarice eigentlich noch die Einheiten geben. Zum Leveln. Der geht nochmal Clarice und der haut mal die rein. Achso, Minotaurus hätten wir auch noch.
Will ich jetzt nicht, aber ich nicht unbedingt. Ach, hier unten haben wir auch noch welche. Okay, wir wollen gleich nochmal Kikuri upgraden. Okay, was macht sie? Achso, okay, kann man alles verkaufen. Wollen wir nicht unbedingt teuer verschmelzen. Gucken wir mal. Und, Brave Pass hoch. Und es sagt mir... Ja, wunderbar. Brave Pass hoch. Brave Burst Level Up. Sehr schön. Von 3 auf 4 hochgeskillt. Und jetzt nehmen wir noch ganz kurz Kikuri mit. Skillen die... die nicht, aber der hier und hier unten der Imp und er hier. Die paar Zell kosten... Okay, sogar alle Brave Burst ab. Und komm, gib uns die 9. Na, schade. Ich wollte schon... ein bisschen Sekunden mehr und dann... Wäre der Brave Burst hochgekommen, aber leider nicht. Schade. Gut, dann werden wir jetzt die Einheiten verkaufen. Was bringt der Brave Burst? Wow, 1000 bringt der ist richtig viel, wa? Erstmal den verkaufen. Und warte mal, den verkaufen wir auch noch. Obwohl die Geflüchteten können wir noch lassen. Und jetzt wollen wir die ganzen schönen Zell-Einheiten verkaufen. Erstmal die ganzen kleinen. Und dann gleich die Riesen. 56.000 bringt die schon mal. Und hier, bam, bam, bam. 150.000 Zell. Wir haben die 10 Millionen Zell geknackt. Ne, noch nicht ganz. Okay. Ich bin zu blöd zum Rechnen. Fast die 10 Millionen Zell geknackt, Leute. Fehlen nur noch 57.000. Und in der Stadt habe ich ein paar Items. Ach, schade. Habe ich leider beim letzten Mal schon anscheinend alle mitgenommen gehabt. Synthetisieren. Können wir welche mitnehmen? Ah, Heilung. Ja, wunderbar. Können wir auf jeden Fall 21 Stück machen. Okay, Hochheilung habe ich noch. Gotteslicht. Ich habe noch so viele Gotteslichter. Da brauche ich jetzt mal keine mehr machen. Okay, das war's wieder gewesen. Beim nächsten Part werden wir wahrscheinlich die letzten Level machen von Geistwelt Palmina. Ich wollte schon sagen, zu viele Gegenstände, aber ging ja auch nicht. Habe ich ja gerade welche weggehauen. Das ist das der letzte. 18-12 etwa müsste das sein. Okay, 15-12. Das ist, glaube ich, noch nicht das letzte, oder? Ist ja genau das gleiche, wie wir gerade hier. Aber das werden wir dann im nächsten Part herausfinden von Brave Frontier RPG. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.